Ja, ich habe gesehen, Bennert hat mal wieder ein neues Video hochgeladen. Bennert hat vor einem Tag ein Video hochgeladen. Pferdemädchen hat echte Beziehung mit ihrem Pferd. Und ich freue mich, dass Bennert endlich mal wieder ein Video hochgeladen hat. Wir gehen heute bei Bennert rein. Also nicht bei Bennert, ihr versteht. Oh, Racing Gaze in the Race Gaze. Oder das Intro, ich hab's vermisst, Alter. Ihr ausgeschlafen? Ihr Bennert, ja. Ich bin auch Digga, ich hab 14 Stunden oder so geschlafen. Geisteskrank. Noch ein bisschen Kruste in meinen Augen, so richtig abgefahren, widerlich. Ach, weil ich war gestern den ganzen Tag wandern mit dem Homie und er ist einfach fast die Berge runtergefallen. Real talk, aber naja, das ist eine andere Story. Okay, das ist crazy, Digga, das ist einfach nur Dummheit. Ton kacke, dieser Ton, dieser, Digga, es hängt, warum hängt's denn? Backt der Ton? Wieso backt der Ton? Lass mir anhören, wieso backt das so hässlich? Nason? Wieso macht sie das? Wieso macht sie das? Hä? Aber das ist ja. Dings, Digga, das ist ja Bug. Dings, Digga, das ist ja YouTube-Bug einfach. Was ist das für ein Scheiß? Ich glaube, ich muss mir echt wieder Windows-PC zulegen. Warte mal, ich muss mal hier ganz kurz. Weil das andere war ja auch YouTube. Ey, Mann, Penis, Digga, ernst, Alter. Weißt du, ich will gerade in Bennert-Video reingehen, Junge. Ich dachte, okay, coole Einleitung und so weiter und so fort. Nein, Bruder, alles tot, Alter, weißt du? Einmal im Leben, Junge. Bruder, Bennert zieht durch, Alter. Er hat wieder richtig durchgezogen. Hier. Test, wieso test, steigt Penis, sie nicht Penis, einfach Penis. Über den Schlauch, test, hä? Test, Penis. Test, Test, Penis, Penis, Penis. Penis, Penis, geht's? Penis. Geht's? Was ist? Hallo? Geht's? Women. Geht's? Was ist? Hallo? Geht's? Women. Ja, guck, es war so klar, Digga. Es buggt einfach. Es buggt einfach, Junge. Egal, jetzt brauchen wir ein neues Intro, Junge. Deswegen drehen wir jetzt richtig durch. Jo, Leute, was geht ab? Und herzlich willkommen zu einer weiteren extravaganten Episode, Junge. Herzlich willkommen zu einer weiteren extravaganten Episode. Bennert, Junge. Bennert ist wieder am Start, Junge. Pferdemädchen hat echte Beziehung mit ihrem Pferd. Wir gucken uns das Video zum zweiten Mal an, weil es von einfach abgekackt ist. Wir gehen rein. The Racing Gays in the Race Gays. Guten Morgen, na? Habt ihr ausgeschlafen? Ihr Penner? Ja. Ich bin original. Hab ich vorhin schon gesagt, dass ich 14 Stunden gepennt habe. So aufgewacht. Oh my God, bro. Oh, hell. Und mit noch ein bisschen Kruste in meinen Augen. So richtig abgefuckt und widerlich. Mach, weil ich war gestern den ganzen Tag wandern mit einem Homie und der ist einfach fast die Berge runtergefallen. Real talk. Aber naja, das ist eine andere Story. Aber wandern auch crazy. I'm fucked up, he's fucked up. Wandern ist ehrlich crazy. That's fucked up. And that's fucked up. And fucked. Warum? Wieso macht sie das? Wieso steigt sie nicht einfach über den Schlauch? Hä? Women. Women. Das macht wirklich gar keinen Sinn. Rein. Was geht denn bitte in ihren Kopf ab? Food time. Yo, okay, bro. Ja. Erklär das mal deiner Familie, Digga. Deine Eltern gehen so in Urlaub oder so, ne? Gehen so weg und die sagen zu dir extra, jo, keine Hauspartys. Und du denkst dir so, ja, okay, ich will aber schon, ich hab schon Bock, eine Hausparty zu machen. Du lädst so die Leute ein, gell? Und genau so eine Kacke passiert. Digga, was erzählst du deinen Eltern? So, ja, ich wollte mir, keine Ahnung, Pizza machen, Digga, und es ist auf einmal so kaputt gegangen. Später finden die dann dieses Video hier im Internet. Das ist crazy. Was für Foodtime? Für den Typen, der das gemacht hat, heißt das jetzt Endkampf. Weil wenn seine Mutter das sieht, verwandelt sie sich in einen Endboss und macht es sich zur Aufgabe, ihn auseinanderzufetzen. Was hat er mit dem Ofen gemacht? Was hat er überhaupt vor? Das war doch klar, dass der komplette Ofen auseinanderzerbombt dabei. Don't ever let him cook again. Und wieso war die Pizza überhaupt noch in Plastikfolie eingewickelt? Oder ist das überhaupt eine Pizza, Digga? Das sieht aus wie Arsch, Naja, immerhin ist die nicht runtergefallen. 10 von 9 Köche, stark. Bro, das ist hart, Digga. Das ist hart. Und so wie sich das anhört, war das einfach in Russland. Oh, was war das bitte für ein Prank? Man, der wird nie wieder irgendjemandem helfen. Er dachte sich, ja, yeah, komm, eine gute Tat heute. Ich rette den mal vom Ersticken. Und dann... Oh,
Das nächste Mal, wenn jemand wirklich vor ihm erstickt, guckt er einfach nur zu, weil er denkt, dass er wieder geprankt wird. Ja, gottlos, wirklich. Ja. Das ist der Grund, wieso Leute heutzutage Vertrauensprobleme haben. Piu. Hä? Stark, Digga. Ich wollte nur bei meinem Cousin schlafen, auch er morgen früh. OV, ich wollte nur bei meinem Cousin schlafen, auch er morgen. Das habe ich schon mal gesehen irgendwo. Bruder, der Arme, der kriegt doch da gar keine Luft mehr. Imagine so, du wachst einfach auf, Digga. Du denkst, du wurdest lebendig begraben oder so ein Scheiß. Ihr habt den Armen in die Hölle geschickt. Der kommt ja niemals alleine da raus. Stellt euch mal bitte vor, was bei ihm abging, als er aufgewacht ist. Er ist gestern ganz friedlich am Abend eingeschlafen, denkt sich nichts Böses und wacht morgens eingesperrt in der Couch. Also wirklich in der Couch auf. Wenn der Bray keine Panikattacke bekommen hat, dann weiß ich auch nicht. Bestimmt sind die Jungs danach noch rausgegangen und entspannt was essen, während der Arme dort 2 Stunden um Hilfe schreit und eine Panikattacke nach der anderen bekommt. Hilfe, ich steck hier fest! Hilfe! Hilfe! Hilf mir bitte! Hilf mir! Das ist Berlin, oder? Oder? Der hat den einfach reingecheckt, Digga, und fährt über Rot. Crazy. Er hat einen Preis verdient dafür, crazy, dass er die gottverdammten Fahrradcops auseinandergenommen hat. Das war wirklich das Beste, was man hätte tun können. Nein, Frankreich. Wie ich die guten alten Schlawiner dort kenne, sind sie direkt im Volltempo hinterhergefahren, um diesen Verkehrsrowdy zu stoppen. Ich kann die so nicht ernst nehmen, ne? Fahrradcop einfach. Fahrradcops nehmen ihren Job ernst und verursachen immer wieder Unfälle. Geister Fahrer! Ich habe auf TikTok so einen Trend entdeckt, wo Paare so ein Bild von sich nehmen und dann diesen Alt-Filter von der Face-App draufpacken, um halt dann zu gucken, wie sie aussehen, wenn sie zusammen alt werden. Ihr checkt schon, ja? Bro, renn so schnell du kannst. Nimm beide Beine in die Hand und Aber nein. Warte mal. Ich glaube, das ist andersrum. Ich glaube, ich kenne die, glaube ich. Check schon, ja? Ich glaube, ich kenne die. Ich glaube, der Typ ist, glaube ich, wirklich mit so einer alten Frau zusammen. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Es sieht irgendwie beides real aus. Bro. Okay, das ist doch ein bisschen Toten rausgeholt. Renn so schnell du kannst. Nimm beide Beine in die Hand und verpiss dich, solange du noch kannst. Ja, okay, Bro. Was ist das denn, Digga? Was ist das für ein Face-App-Filter? Heilige Scheiße. Mach sofort Schluss. Ach, du heilige Mutter Maria. Dann nehme ich es zurück. Aber es gibt auf TikTok auch so jemanden, der ist mit so einer alten Oma einfach zusammen. Wenn ein Mädchen aus eurer Klasse eins dieser 3 Dinge macht, dann ist sie sowas von eine Dilara. Let's go. Okay, dann zeig mal her, du alter Playboy. Designer-Frosch aus Star Wars. Period sagt, Digga. Wenn ein Mädchen das sagt, dann geht es mir sowas an den Sack. Dann sagen die immer, Period. Digga, was ist falsch bei dir? No joke, mit dem. Der wird doch safe von seinen Mitschülerinnen ausgelacht. Schon irgendwie recht. Zweitens. Wenn ein Mädchen mit ihren dummen Sachen flext. Zum Beispiel, oh mein Gott, ich habe neue Fingernägel. Wow. Oder oh mein Gott, ich habe einen festen Freund. Oder oh mein Gott, ich habe meine Periode. Ja, oder. Ja, Bruder, safe. Mit dem letzten Flex, Mann, ne? Mein Gott, ich habe 80 Millionen Energie in Rise of Kingdoms. Drittens, wenn sich Mädchen in der Pause oder im Unterricht schminken oder parfümieren. Beim heiligen Bruder, aber das war auch, Digga, das habe ich nie verstanden, Junge. Okay, mach doch Pause. In Pause. Aber im Unterricht, Digga, wir hatten auch damals solche, die sich im Unterricht einfach, keine Ahnung, Deo. Deo, mit dem Unterricht, man hört so, alles ruhig, man hört so, psch, Bruder, und es stinkt nach Blümchen, Pferden und Regenbogen gleichzeitig. Macht ihr das? Ihr verpestet das ganze Klassenzimmer. Digga, es stinkt einfach nur nach Scheiße. Deos und Parfüms, Digga. Warum macht ihr das? Und außerdem... Rothschild Spielplatz, ernst. Ohne Schnecke, genauso. Er geht so, er sagt so zu seiner Mutter, hey, ich geh kurz Video drehen. Ich muss Studio, Digga, er geht Spielplatz. Wie vorher aus, also. Ja, ja, ich weiß, was er meint. Und wenn auch nur einer ein Feuerzeug anmachen würde in diesem Raum, würde das hier passieren. Jo, safe. Habt ihr so ein Mädchen in eurer Klasse? Schreibt's mal in die Kommentare. Bye.
Gut, danke. Ich werde auf jeden Fall darauf in meinem Leben achten. Dank. Aber das Ende passt so gar nicht zu dem Video. Der so, es stinkt voll nach Sch und da und die Lara und Perillon und wie auch immer. Und dann so, habt ihr auch so ein Mädchen in der Klasse? Bye. Was? Tipps, Playboy 69. Es gibt mir Wein-Vibes. Ah ne, Wein war cool. Bruder. Eine Welle und das ganze Essen. Das ist doch ein Elektrogrill, oder? Oder? Bach, es geht dann förmlich den Bach herunter. Versteht ihr? Weil das Essen dann im Bach liegt und es wegschwimmt. Das sah aus wie so ein Elektrogrill, ne? Onkel. Onkel Warbach. Aber ernst, guck mal, das ist doch kein Gasgrill, das ist einfach Elektrogrill. Bruder, wie haben die das mit Strom angeschlossen? Was? Warum sieht diese Frau genauso aus wie Regenbogen von Yakari? Yakari, Yakari, Yakari. 1:1, ich erkenne keinen Unterschied. 2000. Dies ist ein privater Anwohnerparkplatz. Die Hausverwaltung behält sich vor, sie das nächste Mal ohne Vorwarnung abschleppen zu lassen. Digga, was ist das? 522 Kilometer. Er hört sich an, als wirklich isst er Zigaretten zum Frühstück, zum Mittag und zum Abendessen. Sind wir jetzt schon vorn? Bro, ich hätte hier was dir vielleicht helfen könnte. Ach du Kacke. Walter Frosch, so gut aus. Gar nicht schwierig. Also wie er redet, scheißt er erstens nicht nur auf seine Gesundheit, ne? Und sondern auch auf das, dass es ein privater Anwohnerparkplatz ist. Er ist wirklich der Erste, der Walter Frosch Konkurrenz machen könnte. Ja, alles in Ordnung. Ergebnis eigentlich verdient. So geht's weiter. Bro, ich nehme alles zurück. Ich nehme alles zurück, was ich gesagt habe. Der hat so Push-to-Talk, Digga. Nein, der hat so ein Dings, Digga. Der hat so ein Teil. Mann. Schönen Tag, aber dir. Ach du Scheiße, ich hab gedacht, du bist... Aber passt ehrlich nicht, ne? ...Jahre alt und schon komplett verkrüppelt oder so. Aber du siehst original aus wie 30. Was hast du bitte in deinem Leben geraucht, dass du so enden konntest? Zieh enden. Jetzt erstmal eine durchziehen? Nachher. Ha, der heult, weil der jetzt einen Test schreibt. Verdammt nochmal, ich hab nicht gelernt für den Mathe 5. Klasse Test. Ohne Witz, ich fühl den Armen da sowas von. Ich hab früher auch immer gedacht, wenn ich diesen einen kleinen Test in der 5. Klasse verkacke, ist mein komplettes Leben am... Aber Real Talk, ich glaube, das hat jeder gedacht, das habe ich auch gedacht. Aber im Endeffekt ist es eigentlich so völlig egal. Und aus mir wird nie was. So hört sich inzwischen der Average 7. Klässler an? Oder das ist auch crazy. Nochmal! Verdammt nochmal! Verdammt. Was ist das, Digga? Kettenreaktion. Kann man Videos zu... klar, kann man. Schlag vor, hau rein. Wieso? Also, was war jetzt der Sinn? So, also, cool. Ja, du hast einfach den Table geflippt. Geiles Video, Mann. Ihr kennt doch alle diesen TikTok AI-Filter, wo ihr so ein Bild habt und die das dann halt in irgendeine coole AI-Version ändert. Sieht ungefähr so hier aus. Hätte das, ja. Und ja, schaut mal, was bei dem Kollegen so rauskam. Weshalb man beim Stream nicht trinken sollte. So, ich nehme mal den nachher. Was ist das? Oh mein Gott, Bro. Diese TikTok-AI ist gottlos unterwegs. Holy sh**, ist das ehrenlos. Der Arme wollte doch nur ein cooles Video von sich machen und wurde so behandelt. Was ein Disrespect. Neulich auf so einem Autotuning-Treffen bin ich auf das hier gestoßen. Holy sh**, got a fountain. I just walked up to it. I got f***ing fishy. Imagine when this was barreling down there. Dings, so geil auch, ne? Also klar, in Deutschland ist ja sowas verboten, wenn du mit sowas rumfährst. Aber in Amerika und in Japan ist es ja übel crazy. Und es gibt ja hier auch, am Bodensee gibt es ja immer so eine Tuning-Messe. Und da steht auch so ein Zeug rum, Digga. Das ist so geil.
Aber ich glaube, Real Talk, Digga, wenn du damit angehalten wirst und die Polizei sagt so, hey, yo, machen Sie mal bitte Ihren Kofferraum auf, er macht auf, er sieht das einfach. Junge. Ich should go fly. Was? Wie kann man einen Teich mit fließendem Wasser in seinem Auto haben? Und sogar Fische. Lebende Fische schwimmen da drin. Andere Leute haben so dickes Soundsystem im Kofferraum und er hat einfach Ökosystem Fisch, da drin. Digga. Und sag mal, was passiert eigentlich, wenn du mit 100 km/h über so ein Teil hier fährst? Oh my god, that's Taylor Swift. Oh my god. Excuse me, I'm sorry, are you Taylor Swift? Oh my god. Can I take a picture? I'm so sorry for bothering you. Can I please take a picture? Thank you. Moment. Ey, ich frag mich wirklich, die Leute, die das durchziehen, Digga, wie können die bitte so ernst bleiben? Das ist nicht Taylor Swift. Das ist Taylor Swift. Und wer ist das? Du hast komplett verkackt. Die Arme sieht ihr gar nicht ähnlich. Lass sie doch normal ihren Tag genießen. Was für Taylor Swift. Wieso musst du sie so abf***en? Die hat doch selber gar keinen Bock drauf. Das ist Taylor Swift. Los, Kevin. Was? Komm, Kevin. Komm, Kevin. Ja. Kevin. Tor. Oh mein Gott, Kevin. Mach einen Jubel. Mach einen Jubel. Hier, in die Kamera. Hier. Jubel? Ja. Aber ernst gut. Ey, ehrlich Anfang gut. Gedacht, er macht jetzt den Ribéry-Jubel. Kannst du noch einmal mit der Schale in die Kamera jubeln? Jubel! Lil Bro hat sich safe wehgetan. Er ist aber gut irgendwie. Straight Starker auf dem Rücken Move. Gelandet und man sieht am Ende, wie er versucht, den Schmerz mit Lachen zu überspielen. Aber guck mal, er steht einfach auf, Digga, innerlich als wäre nichts gewesen. Weil er denkt, er hat sich gerade den Rücken gebrochen. Erinnerung 9.21.2022. Okay, lass mal sehen, was du so für schöne Erinnerungen... 9.21? Ah, Bruder, amerikanische Dings. Ich dachte schon, welcher 21. Monat, Bruder, geht nicht. Verarsche. Tag hast. Das Besondere an dir ist das... Ach du Scheiße, Bro, nein. Nein, 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 nein. Hell nah, Bro. Bro, das ist crazy. Das ist crazy, Digga. Was? Ey. Egal wie... Wow, wow, wow. Bruder, die Viecher fressen doch jeden Scheiß, Digga. Die laufen draußen rum auf Gras und so. Die essen bestimmt auch ihre eigenen Äpfel und sowas. Bro, was? Digga, das ist ekelhaft. Wait, 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 hold up. Was ist das denn? Alles gut mit dir? Zunge einfach so groß wie ihr Kopf. Alles gut? Wieso? Also, ich check ja so, dass man seine Haustiere, so seine Katze oder Hund gern hat, aber dein Pferd? Du hast das bisschen zu lieb. Das ist ein bisschen too much. Das geht einen Schritt zu weit. Wusstet ihr, es gab mal einen Vorfall, Digga, da hat eine mit Pferd so gedingert, so, ne? Ihr versteht? Und die ist einfach gestorben davon. Ich frag mich ernst, wer macht sowas? Wer kommt auf die Idee, Digga, sich von einem Pferd zu streicheln zu lassen, wenn ihr versteht, ne? Bruder, das hat so ein Ding. Natürlich stirbt man davon. Sass, was soll das? Pferdemädchen at its best. Ich kann das alles nicht mehr. Ich weiß nicht, aber Pferdemädchen sind irgendwie immer weird. Wie kann man sowas hochladen? Wer, Digga? Wenn das nicht Beweis genug ist, dann weiß ich auch nicht. Did you shave your head and eyebrows off for a chance to win 2K? No? No? Was, hä? Da hat doch sowieso nichts mehr. Was? Did you shave your eyebrows and head bald for a chance to win $2,000? Oha, er kann einfach 2 Racks gewinnen und muss sich nur die Haare dafür schneiden. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das machen würdet. Safe nicht. $2,000, I don't know. Yeah, it's a 50-50 shot. You have the cash? Komm schon, versuch dein Glück, als ob du am Ende auf $1 landest. Das wird doch safe nicht passieren. The money's on. Allein schon, wie er es sagt, Digga. Allein wie er es schon sagt, er wird auf $1 kommen. So, what do you think? For $1. 50-50 shot. Let's do it. Yeah? Yeah, let's do it. Hell yeah. Let's go. Alright, let's get it, brother. Oh shit. Ach, der rasiert sich erst den Kopf ab, okay, das ist crazy. Oh nah, this razor's going crazy. Ah, Alter. Okay, du. Ich sag ehrlich, ich glaube, Kopf ist gar nicht mal so schlimm. Wird ihm vielleicht stehen, aber Augenbrauen ist ehrenlos. Sieht aus wie ein Haufen Müll. Wie ein geisteskranker Psychopath. Sogar mit diesen Augenbrauen noch weg. Du wurdest echt auseinandergenommen. Mind the brows. The brows? Mind the brows. Alright, brother, take a spin. Warum haben die auch hier einfach so gelassen bei dem, Digga? Er gewinnt jetzt 1 Euro. Oh, fuck.
Bro, you really f*** my hair up, bro, for a dollar. Der sieht aus wie ein Opa, Bro, nein. Ach du Scheiße. Das alles umsonst. Also nicht umsonst, er hat ja einen Dollar bekommen, aber Scheiße, das ist safe einer der schlimmsten Tage in seinem Leben für ihn. Er hat sich innerlich schon ausgemalt, was er sich kauft mit den 2000 Dollar. Und jetzt bekommt er einen Dollar. Was soll man sich damit kaufen? In den USA bekommst du ein Kaugummi dafür. Nicht mal so eine Packung, sondern nur ein Stück. In seinem Kopf ist das schon so hoch geflogen und dann so tief gefallen. Damn. Nein, Mann. Sogar noch in Münzen. Ach du Scheiße, wurde er F für den armen Bruder. Hashtag, das ist hart. Das ist ehrlich eher. Hart. Hashtag eating. Wenn ich sowas wieder sehe, ne? Wenn ich sowas hier sehe. Food, Asian, ASMR, ASMR, Eating, Mukbang. Digga, es kann nur respektlos sein. Ich sag euch ehrlich. Digga, sieht aus wie mein Geschichtslehrer. Das ist auch stark. Yummy Food. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der so schnell seinen Dürum vernascht hat. Hä? Digga, schluckt die auch? Bro, WTF? Das geht doch einfach so runter einfach. Ja, hat doch auch nichts mit, ja, nichts mit Asian zu tun. Na, ja, das ist crazy, das geht doch gar nicht. Was überhaupt? Das ist fake. Das kann nie im Leben, Alter. Was? Die muss mal atmen. SMR. No Wer joke. Liegt abends im Bett, schaltet sich das ein und schläft dabei Das ist crazy. Das ist verrückt, Digga. Das ist verrückt. Das ist cool. Kaut die überhaupt? Was passt da alles rein? Die kaut da, Digga, was? Geht danach so Bauchschmerzen, Digga, das ist doch fake. Sie hat persönliches Problem mit dem Dürum, das merkt man. Die will den einfach nur zerfetzen und vernichten. Das ist verrückt, nie im Leben. Das ist ekelhaft, Mann, ehrlich. Ernst, das ist ekelhaft. Guck mal, eine Minute vier, seht ihr das da unten? Bruder, der Dönermann hat länger gebraucht, das Ding zusammenzumachen, als sie den weggehauen hat. Ja doch, die schluckt schon. 1:15 für dieses Monsterteil. Das ist wow. Heftig. Bist du Single? Bekomme ich deine Nummer? Bitte, lass zusammen ein ASMR-Video machen. Und falls ihr Lust habt, dass ich auch mal so ein ASMR-Video mache, dann gebt diesem Video einen... Aber geiles Video, Mann. Bruder, Bennett ist back, Alter. Bennett ist einfach back.